Das Tagesgespräch bei Phoenix mit Roderich Kiesewetter von der CDU, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Grüße Sie herzlich. Guten Morgen, Herr Kulle. Ich weiß, es ist nicht die Gretchenfrage, aber soll die Ukraine aus Ihrer Sicht in die NATO rein? Es sieht ja derzeit so aus, als würde man sagen, nee, bitte fragt besser gar nicht erst danach. Also zunächst ist mal sehr klar, was da gerade passiert. Es ist ja kein Russlandskrieg gegen die Ukraine, sondern ein Koalitionskrieg von Russland, China, Iran und Nordkorea gegen unsere Art zu leben. Es klang ja auch gerade an, es werden Infrastrukturkabel zerstört in der Ostsee. Ein hybrider Krieg findet statt, quasi als Vorbereitung Russlands, um uns zu schwächen. Und die beste Rückversicherung für die Ukraine, Perspektive zu haben, ist natürlich auch für uns alle am günstigsten, wenn die Ukraine in die NATO kommt. Im deutschen Bundestagswahlkampf versucht man, das Thema zu vermeiden. Und es gibt ja auch Länder, die sich offen dagegen aussprechen. Es ist die deutsche Bundesregierung, es sind die Slowakei und Ungarn. Aber wir müssen begreifen, dass mit der Wahl von Trump die Europäer die Hauptlast der Unterstützung der Ukraine zu tragen haben. Und das Günstigste wäre, wenn die Ukraine in eine Verhandlungsposition gebracht wird und für Russland klar ist, dass sie kein Mitspracherecht an einer NATO-Mitgliedschaft haben. Denn das ist schlichtweg die beste Rückversicherung für ein Überleben der Ukraine in Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. So sieht das auf jeden Fall die Ukraine, so sieht es nicht die amtierende Bundesregierung. Das heißt, mit Ihnen, wenn Sie demnächst dran sein würden, wäre das anders? Ich muss da ganz ehrlich sein und sagen, es wird am Koalitionspartner hängen. Und wenn die Union sich stark aufstellt, dann macht sie das zu einer Bedingung für Koalitionsverhandlungen, dass man darüber gar nicht reden muss. Und auch unserer Bevölkerung muss klar sein, dass der Preis eines Scheiterns der Ukraine um ein Vielfaches höher ist. Das Kieler Institut spricht von 5- bis 8-mal höheren Kosten, wenn die Ukraine zerfällt, als wenn wir sie in unser Sicherheitssystem integrieren. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit hat unsere Bevölkerung verdient und auch die klare Positionierung für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Ja, müssen Sie da nicht mal vielleicht mit Ihrem Schwesterparteikollegen Markus Söder reden und mal bitten darum, vielleicht das Sperrfeuer gegen die Grünen zu beenden, weil die Grünen wären ja, glaube ich, relativ weit bereit, mit der CDU, CSU zusammenzuarbeiten, in diesem Punkt auf jeden Fall, was die Außen- und Sicherheitspolitik betrifft, oder? Außen- und sicherheitspolitisch gibt es sehr viele Überschneidungen, da haben Sie recht. Entscheidend ist jetzt aber, dass wir trotz des Wahlkampfes sehr klar die Haltung zeigen und dass die Union die Absicht hat, so stark wie möglich zu werden, damit wir uns auch Koalitionspartner aussuchen. Aber wir sind auch die Partei der Westbindung und sagen sehr klar, Frieden bedeutet nicht Waffenstillstand. Waffenstillstand bedeutet Unterwerfung und Gewalt, sondern Frieden bedeutet Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung. Und all die Partner, die das mittragen, sind willkommen in diesen kritischen Fragen. Denn zuallererst ist die Sicherheit, glaube ich, die größte Herausforderung. Dann können wir auch über Wohnungsbau sprechen, wenn wir nicht Millionen Flüchtlinge aufnehmen müssen, sondern die Ukraine eine Perspektive in Frieden und Freiheit hat. Warum stellen Sie es dann nicht als CDU, CSU in einem Wahlkampf in die Themenmitte rein und sagen, das ist unser Vorhaben, NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine, damit wir alle sicherer sind und einen vielleicht auch noch einen sichereren Rahmen haben nach außen zu Russland hin? Herr Kulle, erstmal muss die Vertrauensfrage gestellt werden. Und wenn wieder erwarten, die Mehrheit des Bundestages dem Bundeskanzler das Vertrauen ausspricht, haben wir gar keinen Wahlkampf, sondern dann erst im Herbst die Wahlen. Und nach der Vertrauensfrage werden die Karten neu gemischt. Na, da machen Sie jetzt natürlich ein Fass auf. Das können wir jetzt gar nicht diskutieren, was passiert, wenn in diesem Fall. Wir gehen mal davon aus, dass es ein Misstrauensvotum gibt, das so ausgeht, dass die Regierung dann quasi den Weg freigibt für die Neuwahlen. Damit müssen wir jetzt erstmal arbeiten, sonst kommen wir ganz durcheinander. Und dann haben wir ja einen Faktor, der uns noch reinrutscht oder reingerutscht ist. Die Trump-Administration steht quasi schon im Antritt. Das wird uns demnächst natürlich erwarten. Was uns genau erwartet, wissen wir nicht. Wir können manches vielleicht erahnen, auch mit Erfahrung füttern. Braucht es deswegen mehr Deutschland, und jetzt kommen wir mal auch wieder zur NATO, in der NATO, mehr Europa in der NATO, oder ist eigentlich alles okay? Nein, natürlich muss Europa deutlich mehr Verantwortung übernehmen. Ich war erst unlängst in den USA und die Amerikaner aus dem Trump-Umfeld haben uns deutlich gemacht, dass dieser Krieg auf europäischem Boden stattfindet und nicht 350 Millionen Amerikaner die Sicherheit von einer halben Milliarde Europäer weiter organisieren.
Und da bin ich wieder bei dem Thema NATO-Perspektive. Wenn die Ukraine weiß, dass sie fest an der Seite der westlichen Staaten steht und unterstützt wird, dann ist das auch eine ganz andere Motivation. Zweitens, die Amerikaner sagen uns auch sehr deutlich, in Amerika haben die Arbeiter im Schnitt 12 Tage Urlaub, bei uns 30. Die Amerikaner finanzieren 11 Flugzeugträger. Die Europäer haben, glaube ich, die Franzosen einen und die Briten einen. Also es sind gar keine Relationen. Die Amerikaner erwarten von uns deutlich mehr Engagement. Und wenn nicht die Perspektive der NATO-Mitgliedschaft am Ende steht, werden Hunderttausende europäische Soldaten den Waffenstillstand absichern müssen. Deswegen muss doch unser Ziel sein, und das hat ja Rutte sehr klar gemacht, dass zunächst einmal die Ukraine in eine Verhandlungsposition gebracht werden muss, ja. Zumal Russland sehr deutlich gemacht hat, dass sie überhaupt nicht verhandeln wollen. Und deswegen geht es hier auch nicht um Verhandlungen, sondern um die Sicherheit der Ukraine in Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Das müssen wir immer wieder deutlich sagen. Und deswegen braucht es auch mehr Europa, weil ansonsten das europäische Modell schlichtweg scheitert, weil es nicht mehr glaubwürdig ist. Also mehr Unterstützung für die Ukraine, um sie verhandlungsfähig zu machen. Das heißt dann auch für die Sicherung, die mal anstehen könnte, europäische Friedenstruppen, Deutschland vielleicht als der Vorreiter? Nun, in jedem Fall ist deutlich, dass dieses Europa sehr stark von nordeuropäischen Staaten, ost- und mittelosteuropäischen und baltischen Staaten die Sicherheit finanziert. Diese Staaten geben 15 bis 20 Mal so viel für die Ukraine-Unterstützung aus, gemessen am Bruttoinlandsprodukt wie Deutschland. Und es ist eine der furchtbaren Legenden, die gerade verbreitet werden, dass Deutschland der zweitstärkste Unterstützer nach den USA sei. Hier werden Zahlen genannt, die erst Lieferungen betreffen, die in den 30er Jahren produziert werden. Also es geht schlichtweg darum, dass wir Deutschen etwas demütiger sind und anerkennen, dass die nord- und osteuropäischen Staaten im Verhältnis zu uns deutlich mehr tun und wir uns lieber einreihen und unsere Wirtschaftskraft dafür einsetzen, dass diese Staaten entlastet werden. Wir leisten nämlich gerade mal 0,1% oder, um es in Heller und Pfennig zu sagen, 50 Euro pro deutscher Staatsbürgerinnen und Staatsbürger kostet uns der Ukraine-Krieg pro Jahr. Aber Herr Kiesewetter, andere Staaten ein Tausender. Ja, vielleicht ist es gar nicht so sehr die Masse, um die es geht, des Geldes, das man ausgeben kann und der Unterstützung, sondern manchmal auch die Frage der Qualität. Und dann nenne ich nur Taurus als Stichwort. Ich weiß, und das wissen Sie auch, 61% der Deutschen sagen, ja, vielleicht besser nicht. Damit sieht sich der Kanzler, der amtierende Kanzler, bestätigt. Was sagen Sie, unter Kanzler Merz gibt es einen Taurus für die Ukraine, dass sie ihren Luftraum frei erhalten kann? Taurus ist ja nur ein Symbol für unsere Bequemlichkeit. Würde unser Bundeskanzler sagen, was auf dem Spiel steht, oder würde es auch der Bundespräsident machen, so wie es Pistorius macht, dann wäre die deutsche Bevölkerung auch ganz anders aufgestellt und in einer besseren Haltung und Orientierung. Bei uns wird aber mit russischer Propaganda Stimmung gemacht, indem Russland die roten Linien vorgibt, indem wir uns selber rote Linien ziehen, statt Russland rote Linien. Die vielen roten Linien, die der Kanzler gezogen hat, keine Schützenpanzer, keine Kampfpanzer, keine Flugzeuge, kein Taurus, sind inzwischen zu einem roten Teppich für Russland verwoben. Die öffentliche Einflussnahme russischer Propaganda in Deutschland ist dermaßen groß. Das dürfen wir dem Kanzler auch nicht durchgehen lassen. Ich bin da bei der Außenministerin und bei dem Verteidigungsminister und auch bei Friedrich Merz, der klar gemacht hat, erst Ausbildung an Taurus beginnen, möglichst bald, und dann bei Bedarf auch liefern. Aber Taurus ist nur ein Symbol. Deutschland hat 18 Kampfpanzer geliefert, Leopard 2, und sagt jetzt ja, die waren kein Gamechanger. Wenn ich auf 1000 Kilometer Frontlänge 18 Kampfpanzer liefere, dann klingt das fast so, wie Theodor Heuss einst der Bundeswehr zurief, nun siegt mal schön. Es ist mangelnde Verantwortung von uns und eine gewisse Überheblichkeit zu behaupten, dass wir mit den vergleichsweise geringen Mitteln etwas bewirken können. Es geht darum, dass wir europäische Anstrengungen insgesamt leisten und organisieren. Und da kann Deutschland wirklich mehr tun, und das wird die Union auch tun. Es kommt aber auch auf die Koalitionspartner an. Ja, das haben wir jetzt natürlich schon hinreichend besprochen. Oder vielleicht kann man noch mehr darüber reden in den nächsten Tagen, wenn wir mehr wissen. Ganz kurz noch mal zum Schluss. Taurus, ja, mit Ihnen, ist auch finanzierbar und wird es unter Merz geben? Ja, Merz hat sich ja da sehr eindeutig geäußert, aber die Kernfrage ist erst einmal, wofür unterstützen wir die Ukraine? Es geht darum, dass wir das Kriegsziel, das wir nennen, ändern müssen. Wir sagen, Russland darf nicht gewinnen und die Ukraine nicht verlieren. Damit können sie nichts anfangen. Wir müssen sehr klar sagen, Russland muss das Existenzrecht all seiner Nachbarstaaten anerkennen, unwiderruflich, so wie es Deutschland auch tut, mit unseren neuen Nachbarstaaten. Und zweitens, die Ukraine muss das Recht haben, ihre Grenzen von 1991 wiederherzustellen. Und wenn Taurus dazu ein
Beitrag ist, mag es sein. Taurus ist durchfinanziert, die 600 Stück, die wir haben, sind modernisiert. Wir haben aber eigentlich früher mal 1000 zugestimmt. Wir könnten einige hundert entbehren, aber Taurus ist kein Gamechanger. Der Gamechanger wäre, wenn wir sagen würden, wir unterstützen die Ukraine mit allem, was nötig ist, so rasch und so viel wie möglich. Das versäumen wir seit Herbst 22, seitdem sich Russland eingegraben hat und die Ukraine zunehmend vernichtet und unterwirft. Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch am Morgen. Dankeschön, Roderich Kiesewetter. Danke, Herr Kulle.